So, sind wir wieder bei der nächsten Folge von GBE. Und jetzt wird reingehauen auf den Knopf. Oh, das ist runtergefallen. Ein Diamant. Nice, wie komme ich da hin? Ah, okay, da kann man das umschalten. Muss ich nur überlegen, wie man da hinkommt. Was hat das jetzt gemacht? Das war zu weit. Okay, ich weiß jetzt hinterher wieder. Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Ja. Aber wie schalte ich das auf Emerald um, ist die Frage. Achso, das geht gar nicht auf Emerald, schade. Sonst hätte ich ordentlich Emeralds kassiert. So dürfte es jetzt gehen. Passt. Hiermit geben wir bekannt, dass das Votum zum Vorsitzenden auf nächsten Mittwoch verlegt wird. Okay. Natur pur. Das hier ist Himmel. Wolke. Für mehr Spaß am Arbeitsplatz. Cool, das muss ich umleiten. Fuck. Warte, da ist grün. Das lenke ich auf grün um, dann fährt er da hinüber. Fährt dahin. Dann muss ich das umschalten, dann fährt er dahin. Also grün, lila, rot, türkis. Nein, fuck. Es ist doch behindert. Fuck, es ist schwer zu machen. Ah, ich muss schneller reagieren. Gibt's nicht. Geschafft, sehr gut. Okay, das war schwer, aber es war in Ordnung. Music Disk, ist die kaputte? Nice. Was mache ich jetzt mit der? Achso, das ist der Datenserver und der ist geschrottet. Verstehe. Toller Datenserver. Gut. Wo geht's da hin? Dieses Schild ist dir eben gar nicht aufgefallen. Doch, ich bin ja gerade das. Hui. Hey, das ist wieder Achtung, Melone. Böse Melone. So, haben wir hier in der Mitte eigentlich irgendwas? Außer nichts. Labor des Schmerzes. Sieht interessant aus. Nein, hier ist nichts. Okay. So, dann war ich hier. Was gibt's hier? TNT Schmerzgrad exorbitant. Cool Story. Wusste ich, dass da eine Kiste ist. Pistons. Was ist hier? Schublade, Schublade, Schublade. Okay. Schublade mit abgebrochenem Knopf. Wie kann man das entschalten? Das wüsste ich gerne. Heute empfehlen wir eine Umarmung mit der Black Mamba.
Twilight Roman. Oh Gott, nein. Nein. Realitätssimulation. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das Gebäude total katastrophal konzipiert ist? Ja. Stimmt ab für den Ort der nächsten Weihnachtsfeier. So, hier raus hier. Hallo, ich bin eine Ablenkung. GBE Agent, unsere Simulation dient im Tausch mit echter Umgebung, um den Einsatz im Freien zu simulieren. Ein Golem wartet noch auf seine Rettung los. Arrow 590, could not find tree. Nein! Der Baum ist weg. Wir brauchen einen Baummann. Er muss uns helfen. Could not find epic weapon. Ist auch besser so. Da komme ich nicht drüber, ne? Nopa. Ja, das war Epic Weapon. Was haben wir hier? Das ist geil gemacht. Das ist ohne Witz echt geil gedacht. Dann wird man das so, als wird das so eine Fackel an der Wand hängen. Wenn man irgendwie den Item Frame, man müsste die Textur vom Item Frame irgendwie wegmachen, dann wäre das göttlich. Das ist echt eine geile Idee. So, Archibald. Befreie Archibald aus seinem Käfig. Löse dazu das wundersame Rätsel der absolut Rätselhaftigkeit und das befindet sich da. Vorsicht, das Mondlicht könnte dir die Augen ausbrennen. Das brutzelt dann so lustig. Lol. Dieses Schild simuliert deine Instinkte. Da lang. Kann ich nicht hin, okay. Ah, ich wusste auch, dass hier irgendwo eine Kiste versteckt ist. Ah, komm her. Hab ich den jetzt? Ich hab nicht geguckt, so. Ein See, wuhu. Was haben wir da wieder für einen Error? 205, could not find sign. Doch, da ist es doch. Schlecht programmiert. Wobei es programmiert wäre, wird es eigentlich null ausgeben. Wenn man es richtig macht. So, wundersames Rätsel der absoluten Rätselhaftigkeit. T. Scheiß T. Achso. Der erste zu befreiende Golem hieß Albert. Nein, ist er nicht. Nein. Smaragde stellen deinen Punktestand da, ja. GBE bedeutet Golem Beglückungseinheit. Nein. Sie können lesen. Ja, kann ich. Diese Simulation ist absolut realitätsgetreu. Ja. Der letzte zu befreiende Golem heißt SpongeBob. Das kann ich nicht wissen. Nein. Ja. Archibald ist frei. Okay. Sehr gut. Das sieht irgendwie seltsam aus hier. Verdächtig. Seltsam. Dann kehren wir zurück zu Archibald. Mal schauen. Der war ja hier. Der ist jetzt weg. Genau. Kunde 2 in die Treasure Chest. 9. Moment, da geht's weiter, oder? Ja, genau. Turm in der Ferne. Das war realistisch, nicht wahr? Ja, total. Gut, sie haben alle Golems befreit. Begeben sie sich nun zur Lobby. Nacht machen und pennen gehen. Und pennen gehen. Und pennen gehen. Gibt's ja gar nicht hier. Sauerei. Zum Spaßbad mit Rutsche. Zur Sauna. Zur Lobby. Und dreimal aufs Rad durch zuerst hingehen. Ich will zu den anderen. Mann. Will. Vorsicht, scharfe Kurve. Boom, boom. 9, Crash. Er verliert die Kontrolle.
weiß noch was, wie es aussieht. Oh cool, jetzt gehe ich hier durch. Wusste ich doch, dass ich hier noch durchgehen werde. Lobby öffnen. Ah, ist die Doppelkiste. Geht doch. Geht doch. Will ich da hingehen? Hier sitzt es offen, ne? Das ist auch cool gemacht. Man müsste nur diese Item-Frames wegmachen im Texturteil. Ich weiß nicht, ob man das kann. Ob man nur die Item-Frames removen kann. So, was ist hier jetzt? Baum. Baum, Baum, Baum. Und sonst ist hier nichts. Dann mal die Leiter hoch. Komm zu glauben, hier ist nichts. Behindert. Geh weg. Geh weg. Ich will nicht. Nein, geh weg. Lobby. Rein da. Ich bin ein Buchsbaum. Da bist du baff. Geh weg, Buchsbaum. Noch einer von denen. Aussichtsturm. Wendeltreppe. Boah, willst du mich eigentlich verarschen? Ach du Scheiße. Ziemlich viele Kugeln. Das kann ich ja nicht lesen. Was ist das denn? Achso, das ist der Pikenblock. Cool. Nun ist ja wahrscheinlich später noch. Was ist das für Geräusche? Kommt das her? Ich glaube, wir sind mal wieder. Ja, wir machen mal wieder Ende an dem Part hier. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge Chibi. Bis dann. Ciao.